Schauen wir nochmal schnell zu Konrad, ob der weitere Gewürzbeutel verkauft. Wenn wir schon mal in der Stadt sind, dann richtig. Yep. Kartoffeln und Zwiebeln kaufe ich auch gleich noch. Ja, scheiß doch. Ich habe 10.000 Gold. Ich meine, jetzt ist es wirklich egal. Okay, dann haben wir das auch. Dann schaue ich, ob ich jetzt noch ein anderes Rezept finde. Beziehungsweise ich mache erstmal ein paar neue Tränke. Und zwar kann ich hier von 40 machen. Und es ist begrenzt wegen meinem Wein. Das heißt, ich brauche mehr Wein. Ja, schön Tränkchen mischen. Jetzt habe ich 110 gemacht und die noch dazu, das sind dann 140. Das heißt, ich brauche noch 12 Bären und ich habe mein Maximum erreicht. Stärke, Geschicklichkeit. Ah, die kann ich noch machen. Und dann muss ich mir Wein kaufen. Schwuppdiwupp, ich mixe einen Trank, ich mixe einen Trank, ich mixe einen Trank. Was ich immer vergesse, wenn ich Let's Play mache, dass ich mir immer schöne Bilder in den Vordergrund mache. Heldenkrone, Pilz, Wein, Fläschchen. Wow, das ist gar nicht das. Wein, Wasser. Ich vergesse immer, man könnte hier so schön zum Beispiel beim Let's Play so richtig schön schwenken und so einen schönen Trank ins Bild machen, dann hätte ich gute Thumbnails. Da denke ich immer nicht dran, wenn ich Let's Playe. 39 Fläschchen. Ich brauche mehr Fläschchen. Leonardo, hör auf, in der Kiste rumzuspielen. Die habe ich eh schon ausgeraubt und gib mir lieber Fläschchen. Danke. So, und weil ich so cool bin, hole ich mir jetzt noch mehr Wein. Noch mehr Wein und Wasser. Was brauche ich mehr? Was ich jetzt hier cool finde, hier gibt es wirklich in jedem neuen Kapitel gibt es hier wirklich neue Waren. Und das finde ich richtig cool gemacht. Wein und Wasser. Und zwar auch sinnvolle Waren. So Alchemie-Waren sind richtig sinnvoll geworden. Die muss man sich beim Händler kaufen. In Gothic 2 hast du ja alles eigentlich, was du brauchst, gefunden. Oder in Gothic 1 Alchemie, glaube ich, gab es gar nicht. Sollte ich vielleicht aufhören, Scheiße zu labern. Wolltest du was? Nö. So. 57 kann ich herstellen. Lange habe ich alle Mana-Wurzeln verbraucht. Das mache ich. Gluckidi-gluck, gluck, gluck, gluckidi-gluck, gluck. Ja, das wird doch ein schöner Thumbnail, oder? Das ist doch ein schöner Thumbnail. Gute Arbeit. Und dann haben wir hier noch Wein. Wein geht mir schon wieder aus. Kaufe ich erstmal noch Wein. Was mir jetzt aufgefallen ist. Heldenkrone 6. ja. Verarschen kann ich mich alleine. Ich brauche den Druidenschirling nicht. So. Dann speichere ich jetzt mal ab. Und jetzt kann ich meine ganzen Sachen, die ich da unten in der Leiste habe, so nebenbei beim Gehen immer rein switchern. Denn diese Reiselust, ja, die kann man halt verwenden, um Tränke zu machen, die Erfahrungspunkte geben, wie ihr seht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ja, genau, ich wollte noch Wein kaufen. Und, ja, wenn man das schon machen kann und man hat mir auf maximal, kann man sie nebenbei machen. Ich meine, ja, man verliert dadurch ja nichts. So, jetzt schauen wir mal. Where the fuck is Patty? Ja, dann bediene ich mich. Ich dachte, Patty wird automatisch, wenn man zu weit weg von ihr ist, her teleportiert. Das kann jetzt nicht sein, oder? Die ist echt nicht da. Ich habe vorher voll den Scheiß verzapft. Ich dachte wirklich, dass die vor mir da ist, auch wenn ich mich in die Stadt teleportiere. Vor allem, weil ein Gebietwechsel eigentlich dazwischen liegt. Wer sagt's denn? Also die Stadt, ne? Na gut, mir auch. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, wie viele Gewürzbeutel habe ich? Ich glaube, ich habe 5. Überbackene Scholle. Gewürzbeutel 5. Das heißt, ich brauche noch wie viel von den Dingern? 4 mal 3 ist 12.
Das heißt noch 12 Schollen. Und ich brauche mehr Wein. Ja, ich schau mal zu den Händlern, was die so sagen. Da ist mal der Erste, der verkauft mir, soweit ich weiß, die Schollen. Was hast du? 12 Stück brauche ich. Dann nehme ich hier erstmal 6. Und der tut... Nein, ich möchte bitte das Spiel weiterspielen. Und dann nochmal 6. Der füllt ja immer wieder auf. So. Dann Wein. Ich hoffe mal, dass der Pisser da vorne Wein hat. Hallo, Wache. Gib mir ein Bett, lass uns handeln. Du hast kein Wein. Hast du Wein? Hast du Wein? Bring mich nicht zum Wein, du hast auch keinen Wein. Wir könnten hier noch Wein haben. Alchemistische Händler. Hauptsächlich. So, jetzt schauen wir mal. Dann kann ich jetzt hier überbackene Scholle machen. Genau. Das gibt mir dann noch Mana. Ja, noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Kreuzkümmel und ein bisschen Salz. Lecker, lecker, lecker. Doch wieder schön, schönes Thumbnail, ne? Nicht schlecht. Thumbnails, FTW. So, dann schauen wir, dann tun wir den Schmarrn, den ich jetzt gerade hier produziert habe. Wenn ich ihn finden würde. Wenn ich ihn finden würde. 5 Stück irgendwo. 5 Stück, 5 Stück, 5 Stück, 5 Stück. Hallo? Das müsste hier irgendwo sein. Da. Immerhin 5 mal 2 sind auch wieder 10 Mana. Ne? Warum will ich jetzt in den Kampf gehen? Ich will nicht in den Kampf. Ich will mit Josh handeln. Was? Du verkaufst keinen Wein. Wieso verkaufst du keinen Wein? Ach komm, das gibt's doch nicht. Okay, ist ja auch egal. Wir haben hier in der Stadt auf jeden Fall das erledigt, was wir tun wollten. Wir wollten die Sachen neu schmieden. Und jetzt können wir zur Vulkanfestung gehen. Jetzt haben wir, genau, jetzt kann ich auch noch die Mana, ich kann mir auch noch ein bisschen Mana beibringen. Mir ein bisschen Mana beibringen. Sehr schönes Deutsch. Ich kann noch ein bisschen Mana dazu bekommen, weil ich habe noch, ich glaube, 60 Lernpunkte über. Da kann ich schon mal 50 rein investieren und 10 in die Kreise. Ah ja, seht ihr? Woher, sag mir mal, woher weißt du, Penner, dass ich alle Kristallscheiben habe? Kannst du mir das verraten? Woher weißt du das? Ah, ich kann den Mechanismus nicht mal selber bedienen. Nein, das muss der Herr Inquisitor machen, ja? Der Herr Inquisitor. Und du bist so toll. Ich hasse dich. Dümm, die dümm, die dümm, die dümm. Ich habe keine Aggressionsprobleme. Nein, ich esse jetzt eher eine überbackene Scholle. Auch wenn sich das noch so eklig anhört, es gibt Mana. So. Hauen wir uns das Zeug mal rein. Moment. Da ist ein Buchständer. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Was? Ich hab den schon gelesen? Kenn ich schon. Ah, ich hab die schon gelesen. Interessant. Gut, dass ich das nicht mehr weiß. So, dann haben wir hier noch ein kleines Labörchen rumstehen. Schreibpult, Alchemietisch, Schatztruhe. Schrank, Bett, alles da. Tee. Tee, it's tea time. Wow. Ich liebe solche Kombinationen. Levitieren. Ziemlich viel Gold, 550. Wir haben jetzt gerade eine riesen Shopping-Tour gemacht und haben 2000 Gold locker ausgegeben. Da tut sowas ganz gut. Na gut, wir haben auch einiges dazu bekommen von Stahlwarz Schatz, den ganzen Rundtouren. Wir haben ja einen Haufen Geld übrig. Mittlerweile ist es eh egal. Mittlerweile hat Geld für uns keine Bedeutung mehr. Ah, ja, so allgemein und so pauschal möchte ich's. Ich möchte da nicht runterspringen. Wow, leck mich am Arsch. Ich dachte, ich verrecke. So, denn du hast für mich Tränke. Hast du? Wein!
Ah, Fläschchen kann ich auch noch ein paar gebrauchen. So. Du willst jetzt hier... Nein, du willst jetzt hier nicht her. Zwei Mana-Pflanzen brauche ich. Dann kann ich da maximal 35 herstellen. Das ist in Ordnung. Ja, man muss also... Alchemie lohnt sich geldtechnisch gewaltig. Ich meine, ich gebe zwar einen Haufen aus für Mana-Tränke, aber letztendlich... Ich kann jetzt dann nur 6 herstellen, gell? Weil ich 6 Heldenkronen habe. Weißt du was? Leckt mich am Arsch. Ich stelle die nicht her, weil ich glaube, dann reicht mir das nicht mehr für... Für... Was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Ich habe es total vergessen, was ich sagen wollte. Dann reicht es mir nicht mehr für die Mana-Tränke. So, jetzt schauen wir mal, wie viel habe ich an Mana. 217, das ist gar nicht mal so schlecht. Total nackt fast. Rüstung und Schmuckstücke. Sonst nichts. Kannst du mir was beibringen? 1. Ich will meine magische Kraft steigern. Leere deinen Geist und forme eine Hülle. Eine Hülle voller Energie. Gut so. Ich will meine magische Kraft steigern. Leere bla bla bla. Erzählt mir denselben Schmarrn. Ich will meine... Leere... Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wie viel habe ich noch? Ach, ich habe noch 35 Lernpunkte. Ach Gottchen. 30, 25, 20. So. Dann habe ich das auch erledigt. Okay. Schauen wir mal, bevor ich jetzt nämlich weitermache. Falsch. Dann gehen wir nämlich mal zur Südostküste oder südliche Ruine. Südostküste. Ich möchte nämlich noch einen Quest abgeben. Und dann kann es weitergehen. Manche Truhen und Türen benötigen irgendetwas, damit man irgendetwas damit machen kann. So. Wobei ich jetzt eine Sache noch machen möchte. Ich möchte jetzt noch ein bisschen heilen. So. Weil ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo Gegner sind, die mich jetzt vielleicht überraschen könnten. Dann möchte ich noch etwas machen. Und zwar... Sodala. Sodala. Und speichern. Jawohl, jetzt hat alles wieder seine Ordnung. Okay, kann ich hier noch ein bisschen rumschauen, ob es noch was gibt. Dann in der Zwischenzeit kann ich meine ganzen Druidenschwamm mal fressen. Lecker, lecker, lecker. Das schmeckt nach Lebensenergie. Weil ich bin mir nie sicher, ob ich hier alles erkundet habe, weil es hier doch ein bisschen wirr ist. So ein flächiger Wald, da kann man locker mal was übersehen. Ich meine, es ist eigentlich schnurzegal, ob ich jetzt was übersehe oder nicht, aber ich würde es doch gern komplett machen. So, haben wir noch irgendwas? Nee, sieht wirklich gut aus. Sieht aus, als hätte ich alles erwischt. Sieht gut aus. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus.